Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch, schön, dass ihr einen Weg hergefunden habt. Meine Lieben, es hat sich einiges getan in diesem Let's Play. Viele haben ja über Tage und Wochen gesagt, da geht hier irgendwie nicht ganz so viel, wie es denn eigentlich gewohnt ist. Bam. Wir haben so ein bisschen frostige Berge, ja, weiße Schneekuppen. Es ist allgemein ein bisschen frostiger hier geworden. Also ihr seht schon, hier liegt so ein bisschen leichter Frost auf den Landen. Und wir haben zusätzlich nochmal eine Kleinigkeit. Gucken wir mal. Ah, jetzt gehen auch so ein paar Sachen wie Kapellen gehen jetzt hier. Wir haben hier, wir können hier ein bisschen neu arbeiten, mit neuen Brushes arbeiten. Beispielsweise hier. Kann ich jetzt sagen, ich hätte gerne hier zum Beispiel ein neues Feld. Ja, ich finde es doof, dass da ein Feld weg ist. Gut, das war jetzt dämlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Kann ich das auch wieder entfernen? Oh, warte mal. Ideen. Warte. Ah, guck dir das an. Kann ich das so größer machen? Nee. Snow. Oh, wie cool. Hier könnten wir eine kleine Schneefläche aufbauen. Ich wünschte mir, es ginge größer. Damit könnten wir auch das hier wieder überbrushen. Oh, das ist ja mega. Hier liegt halt, auf der Seite liegt halt hier einfach Schnee gerade. Ist natürlich jetzt ein bisschen alles schwierig, ne? Kann man auch wieder ändern und sagen, hier, ich hätte gerne hier zum Beispiel noch ein bisschen für die Wälder, damit das ein bisschen natürlicher aussieht. Macht man hier jetzt einfach mal zum Beispiel hier so ein bisschen für die Wälder was. Waldfläche her, dann ist das hier so ein richtiger Wald, ja? Cool, gefällt mir. Was haben wir hier noch? Nix. Und hier haben wir, glaube ich, nur ein bisschen. Ach, da sind die alle drin. Ja, okay. Könnte man natürlich jetzt so ein Airport. Wow, 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 wow. Riesen Airport herbauen. Okay. Wir haben gerade mega Minus, sehe ich gerade. Weil. Stopp. Was ist hier los? Baukosten. Oh, ist das teuer. Betriebskosten sind gerade gekommen. Aber so teuer dürfte das eigentlich nicht sein. Jetzt gucken wir mal gerade. Okay. Such gerade irgendwo einen Zug. Was habt ihr dabei? 16, okay. Ja, ihr habt noch nichts dabei. Da wurde auch, haben viele sich überlegt, wäre das denn überhaupt sinnvoll, das so zu machen, wie wir es gemacht haben mit dieser Anlegestelle? In dem Fall haben wir jetzt tatsächlich ein Schiff mit Waren beladen, das jetzt nun endlich mal auf die Reise geht. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist kein anderes Schiff auf die Reise so gegangen. Guck mal, das ist ein Hover. Nee, da müsste gerade nichts drin sein. Das sind alles Hovercars. Und der wartet halt auf Ladung. Letzten Endes. Oder? Macht er das? Schauen wir mal schnell. Wir haben dieses Netz eingestellt. Genau. Vollladen einer Fracht. Und darauf wartet er im Prinzip jetzt, oder? Oder die maximale Ladezeit, die er hier warten darf. Wie haben wir das eingestellt? Ich muss mal ganz kurz gucken. 10 Minuten. Okay. Auch sagen, vollladen jeder Fracht, aber das ist gar nicht so sinnvoll. Okay,
Jetzt fährt er mit den 76 Waren hier einmal auf Tour. Meine Lieben, im Übrigen, der Audio hat sich hier auch wie in City Skylines geändert. Ich probiere gerade am Mikro rum, damit der Hall möglichst gering wie irgend möglich ist. Dadurch, dass das nicht immer so einfach ist, hat es jetzt auch ein bisschen Verzögerungen in manchen Let's Play-Folgen gegeben. Ihr werdet... Boah, jetzt ist aber ganz schön Minus gerade. 50 Millionen. Ja, ich habe einen neuen Balancing-Mod auch drinnen. Muss mal gerade ganz kurz schauen, wie laufen denn die Linien eigentlich aktuell? 1,3. Wow, die sind groß jetzt. Wow! 8 Millionen im Minus. Warte mal. Warum wird hier nichts mehr angeliefert? Ach, der neue Balancing-Mod hat zugeschlagen. Okay, ich verstehe. Jetzt weiß ich, wo der Fehler liegt. Wir haben vieles ausgebalanced, das heißt auch realistische Gütergrößen, ja, damit hier mehr weggeschafft werden kann. Das Problem an der Sache ist, die können natürlich jetzt aberwitzige Mengen an Ressourcen fahren, haben aber das Problem, dass die jetzt natürlich auch andere Wartezeiten brauchen. Ändern das mal auf 2 Minuten ab. Ein Zug ist schon auf jeden Fall über seine Lebensdauer raus. Den werden wir jetzt verkaufen. Boah, nee, den können wir nicht verkaufen. Der ist gerade am Weg zum Anliefern. Jetzt gucken wir mal. Der hat 1079 Brötchen gelagert. Das wird sich jetzt eine Zeit lang kurz in den Kosten auch widerspiegeln. Das ist aberwitzig viel hier. Der hat noch viel mehr Kapazität. Wobei der an sich sauteuer ist. Jetzt warten wir mal. Wir werden den Zug verkaufen. Die Ladezeit ist halt enorm jetzt. Oder werden wir den verkaufen? Wir müssten den eigentlich schon verkaufen, aber der lädt halt hier auch so schön. Gucken wir mal schnell, wie viel sind Lebensmittel. Die haben nämlich gar nichts mehr im Angebot. Wir lassen den jetzt mal losfahren. Wir brauchen jetzt einmal eine... wir müssen einmal hier richtig anliefern, damit das losgeht, damit das alles funktioniert. Denn mit dem neuen Mod ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Auch eine Tram hat jetzt ganz andere... Ne, die haben 11, okay. Aber die Mitnahmemöglichkeit hier auf den großen Linien ist eine andere. Das wird sich jetzt... Ich weiß nicht, ob sich jetzt noch hier bemerkbar macht. Die Busse haben 16. Da hat sich kaum was geändert. Es ist jetzt eher Massentransport auf der Schiene entstanden. Und das dürfte sich relativ kurzfristig dann bemerkbar machen. Jetzt warten wir mal ab. Ich weiß noch nicht, ob ich den Mod drinnen lasse oder wieder rausschmeiße. Es sah jetzt die Tage besser aus. Aber das sind natürlich auch Größenordnungen jetzt ganz anders. Die einzelnen Waggons können jetzt viel mehr Leute mitnehmen. Es kann sein, dass wir davon auf jeden Fall Waggons verkaufen müssen, weil einfach die Linie mit fast 400 Personen völlig overpowered ist. Das ist nicht nur ein bisschen zu viel, sondern das ist hardcore zu viel. Guck ich mal gerade, hier steht gerade niemand. Das ist ein Problem. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dieser Zug hat gar nicht die Power, um so viel zu tragen. Wir lassen den jetzt ausladen und schicken ihn dann nach Hause. Das geht nicht. Der andere schafft es noch, aber der Zug kommt hier einfach nicht hoch. Guck mal her. Warten mal kurz bis zum nächsten Gleis. Mir ist das Geld gerade völlig wurscht. Ich teste gerade die Mods aus und bin gerade total gehypt. Ich meine... Sind wir mal ehrlich, das ist eine desolate Geschichte, die wir hier fahren. Das könnte ein Zug viel besser lösen. Vor allem keiner, der 60 Jahre alt ist. Das heißt, der wird auch von den Kosten, ihr seht schon, der steigt auch von den Kosten jetzt enorm an. Den müssen wir runterschmeißen. Die Kosten sind jetzt auch viel, viel wichtiger, weil mehr Ladekapazität heißt auch, dass die Kosten an sich aufbrechen. Und da müssen wir jetzt an vielen Stellschräubchen drehen, damit wir aus dem Minus sauber wieder rauskommen.
2,8 Millionen mal schnell mitgenommen. Wie gesagt, der Zug wird komplett verkauft. Und nach Hause mit ihr. So, die Fabrik kann natürlich jetzt auch eine ganz andere Summe hier anliefern. Der ist nämlich mittlerweile schon da und wartet. Während der Zug jetzt nach Hause fährt, das ist okay. Wir werden die anderen Züge hier auch abfischen und werden die ein bisschen leichter machen. Die wir um die 200 Personen als Kapazitätsgrößen. Weil das einfach zu heavy ist. Der bringt jetzt zum Beispiel gerade keine Kuh mit an. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Produktion hier läuft, aber die läuft auf jeden Fall hardcore. Wir ändern das jetzt hier an der Stelle ganz kurz ab. Weil die machen 10 Millionen minus aktuell. Die warten hier trotzdem nur noch eine Minute und fahren dann wieder los. Mir reicht das gerade. Ich brauche hier unten mehr Zulieferung. Weil sonst diese Züge hier leer fahren und die erzeugen ja, ihr seht schon, 4 Millionen haben sie bisher gekostet, jetzt kosten sie doppelt so viel, können aber auch deutlich mehr transportieren. Ja, also hier gibt es mehr Kapazität. Hoffe ich zumindest, dass es so ist, dass das auch auf diese Züge, ja, die haben ein bisschen mehr Luft jetzt gerade. Jetzt hoffe ich natürlich auf der anderen Seite auch, dass hier hinten endlich mal was landet. Jo, da landet was. Und zwar richtig schön, 46. Das muss jetzt natürlich größer werden. Das wächst jetzt auch. Hoffentlich mit der Zeit. Hier die Fahrzeuge, die hier drin rumwurschteln, die haben natürlich 33 Kapazität. Das ist jetzt auch eine andere Hausnummer hier. Schauen wir gerade. Wenn wir uns jetzt den Verteiler hier angucken. Die verdienen auf jeden Fall gut. Die verdienen richtig gut alle. Der Öltransporter, 3,6 Millionen. Momentan müssten wir jetzt eigentlich Folgendes machen. Wir müssten jetzt hergucken und schauen, was kostet uns gerade richtig viel Geld. Ja? Hier wenn wir eine von den alten Trams. Die haben auch bisher 20.000 gekostet. Jetzt kosten sie halt auch deutlich mehr, können aber auch mehr transportieren. Damit kann man viel leichter steuern. So, wir werden jetzt da ein paar Trams nehmen. Oder werden wir die, wir lassen sie vielleicht noch. Bretterverteiler, der ist noch ein bisschen schwierig. Die Brot-Altenberg-Linie, ja. Hier, da, der Getreidezug macht momentan viel zu viel Minus. Wir setzen den mal an die Luft. Fährt gerade mit 949 Brötchen hier durch die Gegend. Das ist schon hardcore. Das ist echt viel. So, der Hammelburg-Anweiler. Was ist mit dem? Was ist mit der Linie jetzt eigentlich? Das sind die hier unten. Gucken wir mal schnell. Hier müssten ja eigentlich auch viele Leute umsteigen. Die haben ja auch eine Zeit lang echt Plus gemacht. Aber sie sind halt jetzt hart getaktet. Es will auch hier ganz, ganz wenig Leute wollen hier tatsächlich nur umsteigen. Jetzt verteilt sich das ein bisschen. Oh, jetzt kommen sie endlich. Danke. Ja, auf euch habe ich gewartet. Super. Okay. Wie gesagt, hier auch in Anweiler sehr stark. Wir müssen vieles ändern. Wir müssen an vielen Stellschräubchen jetzt drehen, weil es einfach eine komplett neue Herausforderung hier auch für uns ist. Der fährt wieder mit voller Ladung weg. Das ist unfassbar. In 7 Monaten vergrößert sich diese Industrie. Da bin ich mal gespannt drauf. Weil jetzt muss auch erstmal diese ganze Geschichte hier wieder anlaufen, weil die haben natürlich eine ganz andere Kapazität hier aufzutragen. Von was sie mitnehmen können. Okay. Ja, neue Mods zu installieren. Gerade Mods, die euer Balancing massiv entscheidend verändern. Sind eine Herausforderung. Die muss man manchmal tragen können. Ja? Gucken wir mal schnell, was sagt diese Lok. 27 Jahre alt, ist nicht mehr die frischeste von allen. Aber da werden wir jetzt auf jeden Fall Kosten sparen. 380, wie gesagt, ist mir viel zu heavy. So. Kurz ins Depot mit dir.
und dann gleich wieder auf die Linie drauf, weil wir auch brauchen dich. Wir brauchen dich dringend sogar. Und dann schauen wir uns diese Lok im Depot auch gleich mal an. Wie gesagt, wir müssen hier was tun. Stopp. Zug 2. Wir kaufen jetzt einige Züge hinten dran. Auf ungefähr 194 Meter ist der aktuelle Stand der Dinge. Jetzt haben wir 10 Waggons hinten abgenommen. Das sollte sich bilanztechnisch deutlich verändern auch von dem Ertrag dieser Linie her. Und die nächste kommt natürlich auch dann auf dem Fuße hinterher. Die wird als nächstes eben reingefahren. Die hat 27, die sind altgleich, genau. So, die verbessern sich beide jetzt gerade. Das wird, glaube ich, gerade besser. Gucken wir mal schnell, hier oben haben wir eine Ölraffinerie, die im Stress ist. 36 Millionen jetzt aktuell im Minus. Ja, solche Hardcore-Mods zum Laufen zu bekommen, ist natürlich auch immer so eine Sache. Wie schaut es hier aus? Boah, sind die Minus. Eine wird verkauft. Komm, da müsste doch jetzt langsam mal eine neue kommen. Da fährt eine. Jetzt stellt euch mal die modernen neuen Loks vor. Also Loks, die jetzt, oder beziehungsweise Gesamtzüge, die einfach noch mehr Power hätten. Das wäre schon eine harte Nummer, oder? Also das müssen wir wegbekommen. Das müssen wir vor allen Dingen wegbekommen. So und so Millionen, das ist einfach nichts. Das können wir so nicht lassen. Das kostet uns auch jetzt gerade im Prinzip, wenn man die zusammennimmt, dann sind alle Erträge egal, ja. Die können alle, kannst du die quasi vergessen. Jetzt lassen wir die abgeben mal schnell. Und weg damit. Lass mal einfahren, kurz Pause machen und dann wieder auf die Schiene schicken. Mit 14 Minuten gewinnt er natürlich gerade keinen Blumentopf, ne? Und raus mit dir. So, 9 Wägen hinten dran. Das heißt, die Gesamtkapazität aktuell. Was? 432? Moment. What? 432? Stimmt doch was nicht mit dem Mod. Mit euch. Das kann doch nicht sein. Der hat doch nicht andere. BC4 hat er dran. Hä? Warum haben die 432 Kapazität? Warte mal kurz, da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken gehen. Das kann, hat ja keinen Wert so. Tatsache. ...128 pro Waggon. Ich meine, das ist schon ungefähr realistisch, ne, was in so einen Zug jetzt reingeht. Boah, ist der Mod geil. Alter, ist der geil. Das löst unsere ganzen Probleme, die wir bisher hatten. Ist der mega. Schaut euch das mal an. Oh, endlich. Endlich haben die richtige Kapazitäten, die Jungs. Ich find's auch schön. Freu mich so. Gut, jetzt müssen wir es nur noch hinbekommen. Jetzt können wir natürlich noch viel mehr Wagen hier abstöpseln, weil das hat ja auch keinen Wert. Jetzt lassen wir mal ganz kurz Folgendes anschauen. Ich will mal kurz die Trams wissen. Alter Schwede, echt jetzt? 80 Passagiere.
Das musst du ja auch erstmal transportieren können. Ich meine, die kosten natürlich jetzt auch einen ganz anderen Ansatz, ne? Schau mal her. Die sind noch okay. Die kostet schon 500.000 und hier sind wir schon bei 1,1 Millionen. Lassen wir mal gucken. Die sind jetzt schon, haben sich ein bisschen angeglichen. Wenn du da natürlich einmal im Plus bist, sagenhaft im Plus sogar, dann hast du hier auch eine ganz andere Möglichkeit. Die fahren aber momentan leer. Jetzt lass mal hier oben noch gucken. Hier müsste ja eigentlich jetzt gerade eine massive Zulieferung an Waren bestehen. Oder? Haben die schon mittlerweile Waren hier angeliefert? Bisher. Wow. Das ist eine Zulieferung, die gefällt mir. In allen vier Kammern mittlerweile Waren drin. Das, wenn der jetzt abliefert, könnte das ganz gut werden. Ich zeig mal ganz kurz hier, wir haben doch hier irgendwo da. Ja, die haben Kapazitäten, da fliegen dir die Löffel weg. Kommt noch einer. Wurde auch gesagt, es gibt oft gerade hier oben relativ viele Warenrückstaus. Das ist bei der Ölplastik tatsächlich der Fall. Aber es hält sich in Grenzen. Wir können das sogar noch ein bisschen einsteuern, wenn wir wollen, indem wir bestimmte LKWs auf Themen-LKWs ummünzen. Aber es ist trotzdem alles in allem eine ziemlich herrliche Sache. Auch wenn wir jetzt, wie gesagt, im Minus sind. Das ist halt jetzt eine Umstellerei, weil wir andere Kapazitäten auf den Linien drauf haben, die so im Prinzip nicht erfüllbar sind. Ja? Schaut euch da solche Linien an. Ja? Mal gucken, haben die auch eine 100% Aktualisierung? Ja, 11 Kapazität ist okay. Die 16, das ist auch noch in Ordnung. Und solche Kostenfaktoren müssen halt weg. Ja? Die liefern nämlich jetzt auch einen ganz anderen Ansatz. Die liefern 11 und die liefern 26. Gucken wir mal schnell. Die könnte man jetzt natürlich auf eine neue Gütergeschichte draufpacken. Und zwar auf den hier in einer Brotlinie, so ungefähr. Kostet aber eine 500.000, ne? Dafür kannst du natürlich so einen, die alten hier verkaufen. Den Takt in der Größenordnung brauchen wir in dem Fall dann gar nicht mehr, wirklich. Weil die können nämlich, die haben jetzt ein paar von den Jungs sind drauf, die gerade massiv mega viel Lieferkapazität haben. Den lassen wir noch abliefern. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, boah Zwerg, du hast dein Spiel zerstört, das kannst du so nicht laufen lassen. Wartet doch mal ab. Ich sage euch immer, wartet mal ab, lasst dem Ganzen ein bisschen ein paar Minütchen Zeit. Ja? Auch wenn die natürlich jetzt einen ganz anderen Ansatz brauchen. Aber du hast hier einfach Leute dabei. Allein wenn da noch mehr geht, muss man vorstellen, wenn da noch mehr geht. Allein was dieses Schiff, ich pinne das jetzt mal hier oben an, damit ihr da sehen könnt, was mit dem Schiff ist und wie viel es verdient. Ich ändere aber parallel trotzdem noch hier ein bisschen was ab. Hier haben wir einen 15er voll. Und alle 15 voll. Die müssen doch aus dem Minus rauskommen. Das Problem ist jetzt, wir haben alte Verkehrslinien drauf, ja. Das heißt, wir haben alte, wir brauchen natürlich jetzt ein paar mehr Kosten. Die müssen sich jetzt natürlich auch erstmal an diese neuen Kosten andecken. Da sind schon ein paar neue dabei. 33. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel das automatisch übernimmt. Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir noch eine mega teure Tram. Schmeiß mal raus. Das Schiff ist leicht im Minus, gar nicht mal so schlimm. Statt Wählenverteiler, den müssen wir uns mal anschauen. Verteiler Hammelburg müssen wir uns auch angucken. Auch da jetzt viel, viel mehr Kapazität drin. Die ganzen Verteiler müssten wir mal prüfen. Hier haben wir zum Beispiel noch Warenanweiler Güternetz. Den müssen wir auch mal gucken, weil der braucht jetzt definitiv auch nicht mehr so viele Fahrzeuge. Alt. Da, der Schiffsnetzverteiler ist gar nicht so groß. Die sind auch noch nicht aktualisiert.
die sind aktualisiert hier. Der nicht. Der in dem Fall wird wahrscheinlich mega Minus machen. Ja, der verdient jetzt fast gar nichts mehr. Allein der ist schuld an 10 Millionen Miese. Das heißt, wir fahren den jetzt aktuell nach Hause. Der wird verkauft. Weil der bringt uns gerade im Moment nichts mehr. Klar war der eigentlich ursprünglich für die Verteilung von den ganzen Gütern gedacht, aber 10 Millionen Minus kann ich mir hier auf der Linie schlicht und ergreifend nicht erlauben. Ja? Wie gesagt, ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass eine Folge nicht rausgekommen ist, die ihr eigentlich erwartet hattet. Wir fahren ja wie die Henker hier. Da haben viele drauf gewartet und haben gesagt, Zwergi, das war nicht so geil. Ne? Das hätte man anders lösen können. Gebe ich euch absolut recht. Ja? Aber ich habe in dem Moment gar nicht so viel Zeit gehabt und musste mich dann entscheiden, was dort rauskommen sollte. Und habe mich dann auch tatsächlich für 2-3 neue Projekte entschieden, damit ihr auch mal ein bisschen was anderes seht auf dem Kanal. Natürlich nichtsdestotrotz kommt Transport Fever, wie ihr es gewünscht und gewohnt seid, auch weiterhin. Und ich finde das auch in Ordnung so. Jetzt bin ich mal gespannt, was bringt uns dieses Schiff. Wow. What? Achso, den Zug haben wir verkauft. Geil. So, gucken wir mal schnell. Gar nicht mal so viel. Aber es ist im Plus damit. Und damit sollten diese Linien hier auch ins Plus rutschen, weil die jetzt permanent richtig was zum Transportieren haben. Es kann jetzt natürlich auch Folgendes passieren, dass eben manche Sachen hier... sind zum Beispiel, die sind ganz gut im Plus. Es kann jetzt nur auch Folgendes passieren. Wie gesagt, wir haben jetzt relativ viele große, auch die Züge könnte man theoretisch noch um die Hälfte verkleinern. Wäre immer noch voll in Ordnung. Noch fünf Waggons hinten dran. Schaut halt nicht so geil aus. Später dann schon. Einfach für den Massentransport hier. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die reagieren. Die sind ja auch schon auf den neuen Werten drauf. Das heißt, die kosten uns jetzt natürlich auch ganz anders als vorher noch. Sind aber nicht ganz so viele und deswegen ist das auch weniger schrecklich. Glitzerchen sind so mega. Wie viele stehen hier? 18 immerhin. Das heißt, die fahren permanent voll. Finde ich okay. Gucken wir mal. 308.000, 260.000, die kommen langsam. Ey, Freunde, wir haben uns innerhalb von 20 Minuten haben wir unsere komplette Wirtschaft quasi einmal auf komplett umgekrempelt. Oh my goodness. Ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es. Alles, was da kommt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir haben es geschafft, über den Jahreswechsel im Plus zu bleiben. Und laden hier gerade Waren ein. Das geht zwar nicht so schnell, wie ich dachte oder wie ich gewohnt war, aber überhaupt nicht. Liegen warm. Gucken wir mal. Finanzen. Ob der die jetzt die Finanzen so hochschieben kann, wie es bräuchte, weiß ich nicht. Schaut es bei euch aus? Ja, natürlich ist das absolut utopisch. Guck ich mal gerade. Also, wie gesagt, jetzt macht natürlich auch die Steinlinie einen komplett anderen Sinn. Ja? Einfach in der Produktion gesehen. Hier ist natürlich alles im Minus. Die Baumaterial-Hammelburg-Linie, die erholt sich langsam. Die Geschichte mit dem Bus hier, die wird... müssen wir mal überdenken, weil die auch noch nicht aktualisiert wurden. Die heißt, die können noch nicht so viele Leute mitnehmen, wie ich gerne hätte. Was wichtig wäre. Auch die Trams funktionieren noch nicht so, wie ich es gerne mir wünschen würde. Ich weiß nicht, wo da... Vielleicht nimmt der Scripting oder das Skript, das ich jetzt drinnen habe, der die realen Werte eben annimmt von den ganzen vereinzelten Sachen... Vielleicht nimmt der einfach noch nicht die ganzen Mods mit ins Boot. Und da haben wir natürlich auch sehr viele schon vorab drin gehabt. Und hier liegen natürlich auch jetzt ganz schön viele Brötchen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier besser funktioniert. Gucken wir mal schnell. Ja, mega. Ich weiß nicht, wie ihr diese neuen Mods hier seht. Ob ihr sagt, boah, das ist geil, oder ob ihr sagt, Mensch, jetzt geht das richtig los. Ja, das ist jetzt quasi der glorreiche Anfang, den wir eigentlich uns immer gewünscht hatten. Ja, jetzt mal auch richtig in den Massenwarentransport einzusteigen, was ich mir ja auch schon permanent eigentlich gewünscht hatte, dass wir da noch ein bisschen mehr drauf gehen können.
Ich meine, die machen jetzt 5000 hier und das ist jetzt wirklich nur der Anfang. Das ist der brachiale Anfang. Dazu müssen wir allerdings Folgendes sagen. Und zwar, wir wollen den hier doch mal ändern. Und zwar die maximale Wartezeit auf 3 Minuten wieder rückstellen. So, der hat... Hat der jetzt eigentlich Waren geliefert? Ich weiß es gar nicht. Die machen jetzt natürlich immer noch Minus. Die Frage ist jetzt nur, wie viel oder wie lange noch. Momentan, wir halten uns solide im Plus. Wir müssen natürlich unser Plus auch ein bisschen weiter, weiterführen können. Die haben auf jeden Fall jetzt Geld verdient und gar nicht mal so schlecht. Drei hier. Einnahmen 19, Ausgaben 16. Völlig okay. Wenn das weiter so geht, bin ich absolut glücklich und zufrieden. Wir kriegen natürlich auch hier mal ein bisschen Bewegung rein. Die arbeiten in 4 Monaten an der Aufrechterhaltung, nicht nur an dem, sondern sogar, die wollen noch mehr produzieren, um hier der Linie Genüge zu tun. Das ist natürlich interessant. So, jetzt gucke ich mal gerade hier. Hier haben wir noch ein paar Verbraucher gehabt. Wählen nach Heringen raus. Da, diese Linien, die hier rausgehen. Hier stehen ganz, ganz viele Menschen rum. Und da werden wir jetzt Folgendes machen. Wir ändern hier die Fahrzeuge ab, die hier fahren. Und zwar auf neue Kapazitäten. MAN zum Beispiel haben wir hier noch nicht, oder? Doch, das ist der SL 92, ja. Der könnte natürlich jetzt auch weiterhin auf dieser Linie Heringen Transferfahrten machen. Und dann haben wir hier auch nochmal einen MANSL, aber in schwarz. Ich schaue gar nicht, ob es noch mehr gibt. Ich will jetzt einfach nur, dass die neuen... hier sind so viele Menschen, die hier erwarten. Das ist, wäre ganz cool, wenn die aktualisieren wollen würden. Wenn mal Geld vorhanden wäre. Weil die fahren jetzt mit 16er Kapazität. Und wenn ihr euch mal die Diagramme hier anguckt, der neue schafft 31. Das ist natürlich eine ganz andere Kosten-Nutzen-Frage, die sich hier aufdrängt. Zumal ja hier innerstädtisch quasi Millionen stehen, gefühlt. Und auf dieser Grundlage müssen wir jetzt natürlich noch andere Geschichten aufrüsten. Auch zum Beispiel, hier fahren noch die Holzbretter, die machen ihren Job gut. Hier zum Beispiel haben wir auch den MAN drauf. Ich weiß, ihr wollt nicht immer, dass ich dieselben Busse verwende. Das weiß ich und das versuche ich natürlich auch so für euch umzusetzen. Aber im Augenblick will ich einfach nur mal das System verstehen, das Neue, und das umsetzen lernen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man auf ein komplett neues, Grundsystem hier umsteigt. Dann ergeben sich dadurch Probleme. Hier zum Beispiel haben wir die Zahlen angepasst. Auch da sind die Busse noch nicht gleich. Also noch nicht angehoben worden, aber auch da passt es schon. Und dort ist es immer noch derselbe Verteiler, der fährt nämlich bis hier vor. Hier schaut es gut aus, die verdienen mittlerweile. Das ist die Ölraffinerie und die liefert hier mit Plastik. Hier hätten wir natürlich auch, das habt ihr gemeint, dass wir das anbinden können. Das, weil das direkt nebeneinander liegt. Wäre auch eine schöne Sache, um einen Zusatz dann zu bringen. Von hier nach hier und dann auf ein Schiff und dann zum Beispiel hier weiter rüber, um diese Geschichte hier zu entlasten. Wie schaut es bei euch aus? Mittlerweile tatsächlich gar nicht mal so übel. Die haben jetzt auch sich gegenseitig wieder ihren ganzen Bedarf oder ihren Grundbedarf angepasst. Das ist okay. Hier liegen 39 noch. Wie schaut es mit dem Schiff aus? Wir haben nur eins momentan. Und das fährt hier mit 212 Gütern an. Gucken wir mal schnell. Das ist schon aktualisiert, auch vom Preis und so weiter. Das hat 500.000 gemacht. Jetzt macht es ein bisschen weniger. Wie gesagt, den neuen Mod. Manch einer mag den blöd finden. Verstehe ich. Wenn ihr sagt, der ist mega blöd, weil... Da bringt erstmal eure komplette, alles was ihr bisher gedacht habt, bringt das komplett durcheinander. Erzeugt höhere Kosten, dafür aber auch höhere Nutzen. Und im Massentransit geht eigentlich kein Weg mehr an diesem Gerät vorbei, weil ihr einfach die, diesen enormen Nutzenfaktor oder diesen enormen Verbringungsfaktor braucht.
meine, jetzt sind wir 1,5 Millionen im Plus. Das hätte schon mal früher ganz gut gereicht. Wird uns jetzt aber genau 6 Millionen ins Minus schreiben. Vorher waren es 3. Also verdoppelt quasi alles nochmal. Auch wenn das im Augenblick vielleicht jetzt ein bisschen schwierig darzustellen ist. Aber es ist ganz, ganz, ganz enorm cool. So, und hier haben wir einen Flaschenhals. Warum? Wahrscheinlich, weil diese LKWs hier nicht auf dem heutigen Level sind. Wir werden hier mal große LKWs nehmen. 60er Laderaum. Und werden die Aktualisierung anmachen. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, sofort ersetzen. Würde er sagen, kein Geld, gell? Aber genau. Macht er nicht. Ist aber nicht schlimm. Die Aktualisierung soll trotzdem stattfinden. Auch hier werden wir überall hergehen und werden sagen, wir werden auf größere LKWs aufrüsten. Einfach mehr Kapazitäten hier schieben. Wie gesagt, damit wird erstmal die nächste Zeit lang werden hier die Kosten explodieren. Das ist klar. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, lohnt sich das jetzt auch wirklich große Massen auch an Waren hin und her zu transferieren. Das wird jetzt ewig dauern, aber wenn es einmal funktioniert, dann funktioniert das hier. Warte mal, falsche Richtung. Ne, richtig, doch dahin. Somit könnt ihr viel, viel schneller und einfacher euch überlegen, wo sind meine Flaschenhälse und mit wenigen Fahrzeugen, ihr braucht nicht mehr, natürlich sind die teurer, unterm Strich macht das kaum einen Unterschied, aber ihr könnt einfach eure Städte ganz anders anbinden. Also ich persönlich bin ein riesen Fan von dem Mod, auch wenn es jetzt vielleicht finanziell nicht so aussehen mag, aber ich habe schon ein bisschen damit rumgespielt und habe dann schon erkannt, da geht was. Natürlich, wenn ihr mega im Plus seid, macht das natürlich noch viel, viel mehr Sinn. Einfach weil es eure Kosten nicht so hoch schmeißt. Ihr müsst jetzt ganz anders haushalten. Das ist zum Beispiel Schmarrn. Das funktioniert so nicht. Diese Linie müssten wir sofort ersetzen. Kostet uns 1 Million für 2 Fahrzeuge im Ersatz. Ja? Schwierig. Gucken wir mal hier rein. Hier fahren zum Beispiel Busse. Die sind nicht aktualisiert auf die neuen MRNs. Auch da müsste man jetzt erstmal die ganzen alten Busse müssten jetzt hier mal rausgeschmissen werden. Und gegen neue ausgetauscht werden. Nur so würde es funktionieren. Aber das ist auch frisch angeschlossen hier alles. Wir könnten jetzt mal gucken, wo sind Staus. Hier oben ist ein Megastau. Ja? Da wären zum Beispiel neue Busse wichtig, weil die machen jetzt eigentlich nur Minus auf der Linie. Die haben aber früher, man darf sich nochmal die Diagramme angucken, die haben bis zu der Aktualisierung haben die auf ihrem Level gut Plus gemacht. Das reicht jetzt aber einfach nicht mehr. Weil die auch mehr kosten, und zwar doppelt so viel. Ja, nicht ganz. Ja, doch. Fast mehr, etwas mehr als sogar mittlerweile. Jetzt ist die Frage, braucht man derart viele Busse noch? Obwohl die immer voll fahren? Na, die zum Beispiel nicht. Die kommen hier fast nicht voll an. Warte mal kurz. Können wir uns die mal angucken, exemplarisch. Die schwarze Linie ist es. Das ist jetzt tatsächlich die, die fährt jetzt hier rein und nimmt hier keinen Menschen mit. Keine Seele fährt hier mit in die Stadt rein, aber raus wahrscheinlich. Die kommt jetzt von der Stadt, glaube ich, und fährt voll weiter. Ja, die haben zur Spitzenzeit haben die das mal geschafft. Jetzt ist die Frage, warum ist das hier nicht der Fall? Das ist schon eine 23er Tram. Aber auch hier gleiches Problem wieder von vorne. Ich hätte gerne die Mirage Tram, die schafft nämlich jetzt neuerdings 50 Passagiere mitzunehmen. Da geht ja natürlich auch noch ganz andere Kapazitäten. Aber solange hier kein Plus drin ist, ich glaube, das ändert sich dadurch nicht. Die schaffen nämlich alle nur 23. Und da hängt auch der große Kostenfaktor. Unsere Warenhauptnetzlinie baut sich langsam auf die neuen Gegebenheiten auf. Ihr seht schon, die haben jetzt langsam fangen sie an, mehr zu transportieren und damit hoffentlich auch bald mehr Geld zu verdienen. Boah, leck. Ja, die sind noch gar nicht so Hammelburg fahren, die gerade, die fahren hinten da. Der steht schon hinten und hat jetzt ein paar Waren eingeladen, aber auch eben nicht viele. Sind alle erneuert. Ja.
Aber hier sehen wir allein, was wir hier an Minus sehen, das ist enorm. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier einfach zu hohe Kostenpunkte haben. Jetzt warte mal, fangen wir mal unten an. 400.000 im Minus ist eine harte Nummer. Auch hier die Mirage wäre theoretisch da, kostet uns aber 4,3 Millionen allein der Ersatz von dem Gerät hier. Jetzt kommen halt die ganzen geilen Sachen. Okay. Unsere Züge sind mittlerweile trotz dieses riesengroßen Kapazitätsbedarfs oder auf. Nee, Kapazitätsbedarf, Quatsch. Trotz dieser riesengroßen Kapazität sind unsere Züge wahnsinnig hoch gelevelt. Das ist sogar mega. Die könnten viel, viel mehr transportieren. Kriegen es aber gar nicht durch die Tram hier. Das heißt, hier müssten wir die Tram erstmal Vollgas vollhauen. Die haben immer noch zu viel. Hier werden wir ein bisschen reduzieren. Wir müssen jetzt alle Linien, auch wenn es uns falsch vorkommen mag, ein bisschen reduzieren. Ich werde hier die ganzen alten rausschmeißen, dass die neuen übrig bleiben. Da, Elfer. Die haben, weißt du, es sind 11 da und es müssten 500 Mann müssten hier an den Bahnhof. Dass natürlich hier jetzt eine ganz andere Kapazität auch entsteht, weiß ich. Ja, ist mir klar. So, was haben wir hier jetzt aktuell? Wir haben hier Betriebskosten von 15 Millionen. Letztens waren es fast 100 Millionen. Es sind um die 109 Millionen. Die Einnahmen bewegen sich auf 81 Millionen rum. Das wird besser. Hier zum Beispiel haben wir jetzt gerade den Ansatz. Es kommt hier ein Zug an. Bringt natürlich nicht viel Geld mit ein. Ja, die arbeiten sich schon langsam hoch. Das passt. Und jetzt können die halt erstmal richtig voll pumpen. Das ist okay. Haben die sich eigentlich erneuert? 4 Monate müssen wir es noch aufrechterhalten. Das kriegen wir hoffentlich hin. Kommt da der andere? Oder steht der noch oben? Ah, der fällt oben gerade ein. Mit 1021 Tieren. Finanzen. Macht einen guten Job, das Ding. Damit kann der auch wieder voll pumpen. Aber wird nicht ganz voll. Ja. Er nutzt. Warum nutzt denn der jetzt unsere Linie nicht? Was macht der da? Irgendeinem Grund produziert er jetzt gerade nicht. Vielleicht dauert das ein bisschen, bis der sich wieder anpasst. Na, eine Million haut er rein. Ist gut. Und wichtig. Ganz wichtig. Die kommen langsam in die Gefilde, wo es interessant wird. Den verkaufen wir auch nochmal. Das passt mir jetzt soweit. Brötchen ist halt für diese paar Fahrzeuge ja schon echt viel. So, der fährt wieder hoch. Da müssen wir vielleicht doch noch was ändern. Vorladen. Vorladen. Auf beiden. Maximale Wartezeit 3 Minuten. Ändern wir auf 2 ab. Damit der auf jeden Fall auf jeden Fall mitnimmt. Das ist mir wichtig. Jetzt warten wir mal kurz, ob er es auch wirklich tut. Ich meine, der wartet ja eh schon. Aber ich will dieses Minus weghaben. Wir können es auch auf 1 Minute abändern, aber ich will halt, dass er möglichst viel mitnimmt, bevor er wieder geht. Und natürlich gleiches Prinzip. Bei euch schaut es jetzt auch besser aus. Die werden immer weiter voll gemacht. Aber jetzt im Augenblick noch schlecht.
Ach, das ist jetzt spannend, vor allem, weil wir im Minus sind. Das finde ich ziemlich spannend. So, wie schaut's bei dir aus? Du nimmst jetzt über 800 Brötchen mit. Das ist eine gute Sache, weil das hilft unserem Zug hier unten auf jeden Fall weiter. Die fahren nämlich leer größtenteils. Wir dürfen bloß jetzt, muss der langsam mal losfahren. Wir müssen die Zeit runter ändern. Auf eine Minute. Aber das gilt nicht, weil der lädt. Das ist das Problem. Solange der eine Einheit zum Laden hat, beginnt diese Minute gar nicht erst. Was aber trotzdem, es beginnt nur dann, jetzt pass auf, das beginnt nur dann, jetzt wird der sagen nein, oder? Nee, doch, der produziert noch. Jetzt pass auf, das beginnt nur dann, wenn der leer geht. Und das passiert nicht so schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut für uns ist, weil hier irgendwann läuft das leer. Und zwar jetzt dann. Und dann fährt der nämlich leer. Ah, ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Weil es sind zwar 337 Brötchen jetzt da aktuell verfügbar, uns fehlt da einfach aber auch der zweite Zug drauf. Das ist ein Grundsatzproblem. Damit funktioniert der halt noch nicht so ganz, wie er soll, aber das ist okay. Fährt der jetzt los? Ne, solange der immer ein Stückchen noch nachkriegt, funktioniert es nicht. Okay, das müssen wir ausschalten, das hilft nichts. In 2 sagen wir nur laden. Und das müssen wir unten auch machen. Der muss einfach fahren. Der hat jetzt haben wir genau das andere Extrem. Der Zug ist zu groß für die Ladung. Ganz klar. Okay. Zurück an die Problembehebung. Wir haben hier die Trams, die funktionieren noch nicht richtig. Erneuerung kostet uns 4 Millionen. Da werde ich mal ganz kurz gucken, dass mal leere Trams. Mal gucken, wie weit die leer sind. Ja, die haben ganz knapp funktioniert und jetzt mit den neuen Kosten funktionieren sie halt gar nicht mehr. Der macht wieder Plus, okay. Die Brotlinie ist im Plus jetzt mit weniger Fahrzeugen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Diese Einzellinien, die funktionieren auf. Solange die nicht erneuerbar sind, funktionieren die auch nicht. Und Kredit zu nehmen kommt jetzt gar nicht mehr in Frage. Das ist jetzt aktuell auch rum. Die fahren alle voll, aber die bringen es halt auch gar nicht, ne? Okay, lassen wir die Trams mal außen vor. So, was haben wir hier jetzt? Die Wählengeschichte. Das gleiche Problem haben wir hier auch. Wir könnten einen Sofortersatz machen, kostet uns 4 Millionen für die gleichen Gefährte. Der Stadtwählenverteiler, den schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Es kommt hier vom Gleis theoretisch weg und soll wohin? Einmal hier vorbei und einmal hier unten vorbei. Da soll das angeliefert werden, das Zeug. Das macht natürlich alles ganz wenig Sinn im Prinzip. Hier unten haben wir halt den Hauptstandort und hier oben sollten eigentlich kaum nur Geschäfte sein, richtig? Ja. Insgesamt macht das schon Sinn. Und die haben auch angefangen damit. Dann ging es aber in die Bresche, weil hier unten die Züge nichts mehr zum Laden hatten. Weil das nicht mehr nachgekommen ist. Jetzt haben sie genug da zum Laden, jetzt können sie auch wieder richtig rauspulvern. Okay, das heißt, wir schauen uns den Wählenverteiler, der sollte demnächst wieder funktionieren, vielleicht mit weniger Fahrzeugen. Jetzt könnten wir uns überlegen, passen diese Fahrzeuge hier drauf? Er hat ein bisschen Baumaterial, liefert ihn ab. Bisschen. Die arbeiten sich nach oben, das ist gut. Wie gesagt, die Einführung dieses Mods wird uns noch lange Zeit beschäftigen. Wir werden jetzt vieles ändern müssen, was wir vorher als gegeben hingenommen haben.
und müssen das anpassen. Einen quasi etwas besseren Kosten-Nutzen-Faktor hier raushauen. Nee, weil ich das ändern will, haut's mir nicht mehr hin. Ich weiß aber nicht, ob ich volle Fahrzeuge verkaufen soll. Es hat hier Sinn gemacht, aber nur, weil die auch zum Teil leer gefahren sind. Das tun sie jetzt immer noch. Das könnte man noch weiter runterschrauben. Also wie gesagt, wir könnten hier nochmal bestimmt 3-4 Fahrzeuge abhängen, um unsere Bilanz positiv zu kriegen. Das wäre jetzt eigentlich eine ganz gute Soforthilfe, wenn wir uns hier einen Zug schnappen. Weil die kommen, die werden ja eh nicht voll. Ja? Einfach weil hier nicht genug von den Städten nachkommt. Die Städte sind viel zu klein. Die müssten deutlich, deutlich aggressiver aufgebaut werden. Und wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Leute hier rumstehen, allein hier müssten wir die neuen Trams einsetzen. Können wir noch nicht, weil eben momentan fehlt es eigentlich an allem. So, die fahren sich gerade hinterher, das sollten wir vermeiden. Weil das ist natürlich jetzt total dämlich, ne? Schauen wir mal schnell, kommt da einer? Ist gerade hier oben angekommen, lädt hier gerade aus. Was macht das finanziell gerade? 4,2, okay. Der lädt immer noch aus. Jetzt lädt er wieder ein. Nimmt aber auch nur 300 irgendwas mit. Dann habe ich ja natürlich den einen Zug abgenommen aus dem Ganzen. Müssen wir wenigstens ein bisschen warten, bis der andere durch ist. Da ist viel zu mitnehmen, das kann er auch. Wie gesagt, auch da sollten jetzt eigentlich diese Geschichten hier, sollten vom Arbeitsfaktor her anfangen. Das tun sie auch. Funktioniert aber nicht, weil hier die Güter nicht passen. Ne, das war die Baumatt. Das ist die in die orangene Richtung. Oder? Eher so hin. Genau, und der Ersatz haben wir theoretisch schon geplant. Guck ich mal, wann der hier oben ankommt. Oder zumindest in die Richtung anfährt. Der fährt jetzt hier schon gerade her. Und lädt jetzt hier 80 Baumatt ein. Das wäre jetzt eigentlich schon ein Garant dafür, dass hier richtig Millionen Umsatz gemacht wird, das Ding. Gucken wir mal schnell. Wenn die natürlich hintereinander herfahren, dann ist mir klar, dass das nicht funktionieren kann. Der hat nicht mehr viel dabei. Oh, jetzt kommt der ganze schöne, tolle Spaß, den wir hier haben. Und die müssen wir halt echt kleiner machen. Also 200 wollte ich auf den Linien drauf haben, kleine Züge. In Anführungszeichen. Aber wir haben halt jetzt gerade überall Baustellen, die wir nicht lösen können. Aber auch hier ein paar Fahrzeuge zu verkaufen, reicht auf der Linie tatsächlich schon aus. Nutze mal die Hammelburger Anweilerlinie, um hier mal einen Test zu machen. Ich erhöhe den Takt hier mal auf 1,20. Damit sollten die eigentlich, auch wenn die immer voll fahren, das ist mir schon bewusst, sollten die eigentlich von dem Mega-Minus ein bisschen runterkommen. Dann ist der neue Takt auch hierbei ein... auf, nicht auf 60 Sekunden, sondern auf 120. Jetzt gucken wir mal schnell, ob die sich hier um die Millionen ändern. Wie schaut es bei euch aus? Ihr arbeitet euch jetzt fast am Plus. Ist ja faszinierend. Wenn das natürlich hier auch ein Grund ist, dann müssen wir hier auch unbedingt was verändern. Gerade auf der Warenanweilerlinie werden wir jetzt mal die ganzen Altfahrzeuge rausdonnern. Weil das sind natürlich Kostenfaktoren, die jetzt einfach nicht sein müssen. Und wir brauchen keine so starke Linie auf der Anweiler.
Also das ist ja Quark. Ne? Auch wenn ob da jetzt was drin ist oder nicht, interessiert mich in dem Fall tatsächlich einfach nur gar nicht. Ich will den Takt hochbekommen. $35 Millionen. Da gilt es jetzt rauszukommen aus der Suppe. So, gucken wir mal. Eins noch. So, 81. Jetzt schauen wir mal schnell. Wie schaut es jetzt hier oben aus? 1 Million immer noch. Obwohl 133er Takt. Die fahren teilweise voll. Bin mal gespannt, ob sich das jetzt finanziell hier ändert. Weil sie fahren ja trotzdem voll. Wenn es keinen Sinn mehr macht, müssen wir sie einstellen. Ganz einfach. Oh, wir sind im Plus. What? What's happening? Liegt das an den Verkäufen? Ja. Ups. So, auch hier werden wir das Gleiche machen. Wir verkaufen einfach Fahrzeuge. Auch wenn die vielleicht gehen würden, ich erhöhe hierbei einfach den Takt hoch. Auf 92 Sekunden. Das ist jetzt für die Stadt selber gar nicht so gut. Ja? Für uns ist es aber sehr gut. Die neuen könnten natürlich viel, viel mehr tragen. Ja? Also wenn ich jetzt mal angucke, wir hätten hier die Mirage drauf. 50 Passagiere gehen da rein. Wir haben auch mittlerweile die Wien Typ E2. Die gehen mit 80 Passagieren einfach mal rum. Ne? So. Verteiler Hammelburg muss nicht derart stark sein. Das funktioniert ja auch gar nicht. Das sehen wir ja auch hier, ganz klar. Auch hier verkaufen wir Fahrzeuge. Ich will den Takt hierbei so auf 40 Sekunden anheben. Oder machen wir auf 30, das ist okay. Weil wenn die hier leer fahren, dann bringt das uns gar nichts. Weil die Züge können schon gar nicht mehr so viel. Das war vorher alles ein bisschen ausgeglichener. Jetzt ist es das eben nicht mehr. Die kommen langsam wieder runter von ihrem Minus. Ich sehe es leider noch nicht, weil das Jahr noch nicht gelaufen ist. Aber die haben jetzt einen ganz anderen Minussatz jetzt hier auch. Die Baumateriallinie. Weiß, die sollte eigentlich besser funktionieren, aber ich kann es mir einfach nicht erlauben. Auch hier erhöhen wir den Takt auf 30 rum. Okay. Die mit den 90, die Warenlinie. Ich bleibe jetzt mal hier im Blick einfach ein bisschen. Hier ist so wenig, was hier umläuft, dass wir überlegen, ob wir die Waren nach Annweiler einfach löschen sollen. Hier am Verteiler Hammelburg können wir allerdings noch weiter runtergehen. Also das funktioniert ja teilweise hier gar nicht. Da möchte ich aber jetzt tatsächlich aufpassen, welche Linie oder welche Fahrzeuge ich hier rauslösche. Die vollen möchte ich hier einfach nicht wegmachen. Weil die haben ja tatsächlich teilweise wirklich Nutzen. Jetzt bleiben wir mal in Hammelburg. Versuchen wir mal, Hammelburg aufzuräumen. Wenn Hammelburg funktioniert, dann kriegen wir es bei allen anderen auch hin. Hier haben wir jetzt einen 3-Minuten-Takt. Die sind unter der Millionenschwelle hier auf jeden Fall runtergekommen. Ich weiß nicht, wie viel haben die vorher finanztechnisch gehabt. Hier eine Million gehabt. Und jetzt sind sie auf 600.000 aktuell. Das könnte jetzt besser sein. Wenn die um die 800.000 kommen, dann haben wir da eine reelle Chance, dass wir dann auf jeden Fall billiger haben. Die mit ihren 2 Millionen, das ist natürlich völliger Mumpitz. Also das ist ja gar, kann ja gar nicht funktionieren. Gleiches System im Übrigen hier bei der Linie. Ja, die funktionieren. Okay, da möchte ich nicht meckern. Die hier. Die funktionieren theoretisch auch, ja. Aber auch da wird jetzt einfach mal ein bisschen wegrationalisiert. Leider sind diese Busse, wie gesagt, die hätten... Rein technisch gesehen hätten die eine ganz andere Kapazität hier drauf. Die hat er aber einfach nicht übernommen. Verkaufen jetzt trotzdem einfach mal auf 100.
Weil die könnten es tatsächlich noch schaffen. Auch hier, wenn wir mal an den Trams ein bisschen rumspielen. Ein paar verkaufen. Nicht zu viele, weil ansonsten killen wir unsere ganzen Netze hier. 100 Sekunden. Mit wie viel fährst du? 100 Waren immerhin. Und hast 100 Brötchen abgeliefert. Wie schaut denn bei dir eigentlich aus? Ah, das die hechten hintereinander her. 15 Millionen, aber immerhin keine 40 oder 30 mehr, ne? So, jetzt kümmern wir uns um Projekt Zugverbindung. Das heißt, wir holen Züge wie den hier einfach mal nach Hause. Die müssen wir dann ein bisschen anders aufgebaut werden. Bis wir die Innenstadtlinien ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Das heißt, auch da hängen wir wieder im Waggons hinten ab. Auf ungefähr 200 Personen. Das ist mein Ziel. Diese Züge auf 200 Personen fahren zu lassen, halte ich für sinnvoll. So. ...240, damit wir Spitzen vielleicht abfangen können. 3,7 Millionen. Schicken wir mal wieder auf die Reise. Wo ist der andere gerade? Der müsste jetzt am Ende sein, oder? Wo ist denn der? Ach, der fährt gerade schon wieder auf dem Weg zurück. Okay, auf den warte ich jetzt noch. Wie gesagt, ich habe ja versprochen, die Folge wird ein bisschen länger werden. Einfach weil wir die letzten Folgen oder weil die letzte halt einfach ausgefallen ist. Als kleines Geschenkchen für euch da draußen. Schauen wir mal, der hat sich ziemlich nach unten angepasst. Der hätte mal mehr gekonnt, aber da fehlt es halt einfach innerstadtmäßig an Verbindungskapazität. Wir machen es jetzt kleiner, dafür hoffentlich lukrativer. Das ist so das Ziel des Ganzen. Diese hohen Bedarfsspitzen einfach wegzubekommen und dafür dann wieder ein bisschen auszugleichen. Das müssen wir theoretisch mit allem machen. Wenn du das Spiel mit diesem Mod neu anfängst, ist das eine ganz andere Hausnummer, meine Freunde. Das ist komplett anders dann. Aber wir haben es jetzt quasi auf ein bestehendes Wirtschaftssystem angewendet. Das funktioniert hinten in der Warenverarbeitung super gut. Dummerweise nicht beim Rest, weil da einfach, das ist einfach viel zu overpowered für all das andere. So, der ist auf dem Weg nach Altenburg, das heißt, wir werden ihn jetzt demnächst abfangen dürfen. 118 aktuell an Bord. Selbst dann mit 240 reinzugehen, ist natürlich schon auch eine ganz andere haarige Nummer. So, auf nach Hause mit dir. Millionen. Aktuelle Minus. Okay. Und wieder zurück auf die Strecke mit dir. So, 31. Gucken wir mal schnell. 1,2 Millionen aktuell mit 5 Waggons hinten dran. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen realistischer, macht auch ein bisschen mehr Spaß in der Optik. Gucken wir mal schnell. Jetzt können wir natürlich auch gucken. Diagramme. Wir haben nicht mehr oder weniger. Wir haben ein bisschen mehr befördert in den letzten Jahren, weil einfach die Kapazität einfach für alles da war. Wir haben ein bisschen mehr Kapazität gehabt. Wir haben uns aber eigentlich nur in den Kosten verändert. Die Fahrzeuge kosten jetzt einfach anders. Fast doppelt so viel. Sollten auch doppelt so viel bringen. Dafür kriegst du halt eine ganz andere Möglichkeit. Du hast weniger Überlandverkehr im besten Falle, wenn das mal richtig angreift. Das Problem ist nur, es tut's hier nicht, weil auch die Trams hier zum Beispiel nicht richtig funktionieren. So, jetzt können wir mal, jetzt kriegen wir mal Referenzwerte. Die sind ein bisschen weniger in den Kosten, aber funktionieren hier insgesamt auch noch nicht so richtig. Sind aber auch, glaube ich, alle noch nicht aktualisiert. Nee, weil die müssten sonst doppelt so viel Kapazität auch haben. Und da ist nämlich der Flaschenhals, den wir noch schließen müssten. Und das müsste man halt einfach auch in den Kosten hier rausmitteln.
Die Betriebskosten sind verhältnismäßig gleich, die Einnahmen aber komplett anders, liegt aber auch an den verkauften Fahrzeugen, oder? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, das Pflichtprogramm, die Pflichtlektüre ist diese Geschichte hier. Das muss funktionieren. Das ist der erste Ansatz, der funktionieren muss. Und die Jungs funktionieren teilweise ganz gut, aber auch nicht immer. Und die halt gar nicht. Alle, die langsam oder teilweise leer laufen, müssen wir halt rausfischen. So, jetzt gucken wir mal schnell, ob hier das mit dem momentanen Bedarf ausreicht. So, weil der kriegt nämlich jetzt zum Beispiel nichts mehr. Dich nach Hause. Die haben 230.000, ist okay. Meine Lieben, an der Stelle machen wir auch beim nächsten Mal weiter. Ich versuche, mein Wirtschaftssystem komplett umzubauen, um das jetzt, diese neue Anforderung auch zu lösen. Obwohl wir Minus sind, das geht nur mit Anpassen, das geht nur mit Verkaufen. Kaufen ist schwierig, sollte aber demnächst drinnen sein. Wenn wir das jetzt einmal hinbekommen, dann sollte man so schnell ins Plus wandern, dass es dass es funktioniert. Aber gucken wir mal. Wie gesagt, bis dahin. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtube. Ciao.